Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Whovians, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute packen wir das Limited Collectors Editions Media Box von Doctor Who, die Heimsuchung aus. Dabei handelt es sich um den 120. Handlungsstrang aus dem Jahr 1982. Und ja, ich hatte euch das schon mal ausgepackt, damals allerdings in der Keepcase-Version. Dazu gab es auf blu-raydisc.de auch ein Review. Das ist alles unten verlinkt, beziehungsweise das Video hierzu findet ihr in der Doctor Who Playlist. Wir machen das jetzt nur der Vollständigkeit halber, weil das Mediabook hat ja unter Umständen, boah, ich sag mal, ein bisschen was anderes zu bieten. Das ist auf jeden Fall schon mal schicker und natürlich auch kostspieliger. So, ach, jetzt sehen wir, nein, der FSK-Flatschen ist da etwa fest aufgedruckt auf dem Mediabook. Wie unangenehm. Nein, ist er nicht, denn wir haben hier vorne nur dieses Vorlageblättchen und das können wir, das ist nämlich hier nur so mit so ein bisschen Klebefilm festgemacht, einfach abmachen und dann sehen wir, ja, die Rückseite ebenfalls. So, wir haben also vorne drauf auf diesem Vorlageblatt einmal hier diesen ganzen Kladderadatsch hier, limitiert und durchnummerierte Erstveröffentlichung, erstmals in deutscher Synchronisation. Ja, dieses Mediabook kam tatsächlich vorher raus, also vor der normalen Keepcase-Version, wie das meistens oder wie es immer bei Doctor Who-Veröffentlichungen, bei den klassischen der Fall ist. Und mit über 5 Stunden Bonusmaterial und einem Fanbooklet. So, 2 DVDs, eine Blu-ray. Vorne drauf haben wir Peter Davison als 5. Doktor, seine Begleiter und die ganzen Burschen, mit denen er es zu tun kriegt. Und auf der Rückseite haben wir eine kurze Zusammenfassung, ein paar Szenebilder und das gesamte Bonusmaterial. Nur zum Vergleich legen wir das jetzt nochmal daneben. Das hier war die damalige Keepcase-Version. Die unterscheidet sich eigentlich nicht. Ja, das ist also eigentlich eins zu eins identisch. Man hat halt hier nur die, ja, man hat hier halt eine Sparversion von dem. Das Mediabook ist natürlich etwas größer, etwas dicker und ja, das ist eigentlich auch schon der größte Unterschied. Wobei, ich sag mal so, für echte Whovians ist das Mediabook eine lohnende Investition. Erstens, weil es nominiert, es ist limitiert und durchnummeriert. Wir haben hier hinten also geprägt eine Seriennummer. Das kann man jetzt ganz schlecht sehen mit dem Licht. So, das ist die 612 bei mir. Und hinten drauf sehen wir dann ausschließlich die TARDIS, hier unten noch Panda-Storm. Das macht schon was her, ja. Also das sieht schon auf jeden Fall schicker aus als die Keepcase-Version. Ja. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was uns hier drin erwartet. Ach so, hier haben wir auch noch eine Rückseite. Nur der Vollständigkeit halber haben wir halt auf der Rückseite von diesen Vorlageblättern noch Werbung drauf. Ja, die Rache der Cybermen, oder damals hießen sie ja noch Kübermänner, ja, mit dem 4. Doktor, mit Tom Baker, ist mittlerweile ja auch schon im Handel erhältlich. Und hier haben wir nochmal die Gesamtveröffentlichung, alles, was es bisher so gibt. War damals noch nicht so viel, mittlerweile ist es mehr und glücklicherweise wird es auch von Monat zu Monat mehr. So, hier haben wir dann nochmal so einen kleinen Werbeflyer drin liegen mit anderen Science-Fiction-Serien von Pandastorm. Und hier auch nochmal Doctor Who. Ja, schön, schön. Also schön, 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 schön. So, das brauchen wir trotzdem nicht. So, jetzt schauen wir uns einmal das Mediabook an. Vorne haben wir eine DVD drin liegen. Und dahinter diesen schönen lilanen Hintergrund gefällt mir richtig gut. Auch die DVD schaut gut aus. Und hinten haben wir dann die Bonus-DVD drin liegen. Und die Blu-ray. Genau. So, und die Blu-ray, weil das halt das Produkt ist, das ich gucken werde, packe ich persönlich jetzt nach vorne. Und die beiden DVDs, die packe ich nach hinten. Und zwar
die Film-DVD nach oben, also nach unten quasi. Das ist also oben auf der Innenseite, aber unten, weil das liegt unter der hier, weil das Bonusmaterial werde ich auch häufiger gucken als die DVD. Ist einfach so. Und jetzt schauen wir uns mal das Booklet an. So, ja, wie ich mir schon gedacht habe, ist das auch inhaltlich identisch mit dem Booklet, was in der Keepcase-Version drin lag. Ist ja aber auch gar nicht schlimm. Es geht ja eigentlich nur um die Darreichungsform und ein Mediabook ist nun mal wertiger als eine Keepcase-Version. Wobei, wer jetzt nur die Serie haben will, für den reicht das andere natürlich völlig. Und ja, wer nicht, der greift halt zum Mediabook. So schaut das Ganze aus. Ist getackert, aber macht einen stabilen Eindruck. Auch das Papier ist schön wertig, ist also angenehm dick, liegt gut in der Hand. So, hier Richard Mays. Ja, also als die Rolle Richard Mays, Michael Robbins ist das, wird übrigens gesprochen von Tommy Pieper, großartiger Synchronsprecher und Hörspielsprecher, auch ein ganz netter Kerl an dieser Stelle, sei das mal gesagt, der viel mehr drauf hat als nur Alf, er wird immer auf den Alf reduziert, aber hier hören wir auch, dass er sehr viel feinere Nuancen mit seiner Stimme hinkriegt als einfach nur den Außerirdischen, wobei das natürlich eine Kultrolle ist, ja, ist schon klar. So. Und das war's dann auch schon für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dann stelle ich euch ein Mediabook vor, das, ja, ihr werdet es schon sehen. Auf jeden Fall auch wieder etwas vom Doktor.